Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum es auf der einen Seite Menschen gibt, die so viel erreichen und so viel aufbauen und errichten und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die so wenig schaffen? Wenn du selbst in einem Gebiet Verantwortung trägst, was wächst, wenn du dich selbstständig machen willst, dann wirst du feststellen, dass dein Selbstverwaltungs-, dein Selbstmanagementsystem mit die Hauptlimitation für deinen Erfolg ist. Und ich zeige dir heute in dem Video, wie du mehr schaffst als alle anderen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur die X-Group gegründet, sondern 17 weitere Unternehmen und mehrere tausend begleitet persönlich. Zudem bin ich selbst noch als Student eingeschrieben und studiere und auf der anderen Seite bin ich als Dozent tätig und unterrichte andere Studenten. Und das Ganze wird abgerundet noch von mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten, unter anderem Vorstandsarbeiten in Vereinen, Verbänden und in Genossenschaften. Da weiß ich ganz genau, wie wichtig ein Selbstmanagementsystem ist, um viel zu erreichen. Kommen wir nun zum ersten wirklichen Hauptfehler, den fast alle Menschen machen, einfach weil sie es nicht anders gelernt haben. Sie gehen nämlich völlig falsch mit ihrer Kapazität um. Die Kapazität übrigens ist bei dir genauso gleich wie bei mir und bei Bill Gates und Elon Musk. Alle haben 24 Stunden am Tag und darin 60 Minuten mal 60 Sekunden. Und diese 24 Stunden finden genau 7 Mal in der Woche statt. Das heißt, du hast 168 Stunden mal 52 Wochen mal der angesetzten Lebensjahre, die du hast. Das haben wir alle gleich. Und trotzdem schaffen wir unterschiedlich. Wie kann das sein? Was ist nun der Hauptfehler, den viele machen? Nun, sie arbeiten genau an einem Elefanten und packen ihn komplett in den Tag rein. Also an einem Projekt wird gearbeitet. Und wenn wir diesen Elefanten als Beispiel nehmen, dann ist die Aufgabe, den wegzuessen, alle Aufgaben zu erledigen, damit das Projekt erledigt ist. Und was machen die Menschen? Stehen morgens auf und beißen den Elefanten an. Es wird hier so eine kleine Scheibe hier hinten weggebissen, aber am Abend hat man nicht wirklich das Gefühl, vorangekommen zu sein. Und dann steht man am Spiegel abends im Bad, überlegt sich, habe ich heute überhaupt was Wichtiges gemacht? Steht nächsten Morgen auf, zack, steht der Elefant doch zu 99% noch vor der Tür. Also wirkliche Fortschritte sieht man nicht. Man hat das Gefühl, man kann nichts anderes schaffen, außer diesen einen Elefanten, dieses eine Projekt. Und das Ergebnis ist, dass man tagelang, wochenlang, monatelang seinen ganzen Geist belegt mit diesem Projekt, seine ganzen Kapazitäten belegt mit diesem Projekt. Das ist nicht nur ineffektiv in Bezug auf andere Lebensbereiche, die komplett unter den Tisch fallen, sondern man ist auch null motiviert. Man hat wenig Motivation, zum Sport zu gehen, Zeit zu haben für die Freunde, vielleicht ein Studium zu machen, Bücher zu lesen und andere Projekte voranzutreiben. Was machen nun erfolgreiche Leute, die mehr erreichen, anders? Nun, sie haben zunächst mal den Mut und tragen sich mehrere Elefanten auf ihr Notiz, auf ihr Arbeitsblock. Aber sie nehmen nicht einen Elefanten am Tag rein oder in der Woche rein und sagen, ich arbeite jetzt nur am Elefanten A, sondern sie haben ein System, mit dem sie von jedem Elefanten jede Woche ein Scheibchen wegschneiden, den gesamten Elefanten in viele kleine Scheibchen aufteilen und sich diese Scheiben über Wochen, Monate und Jahre immer wieder auf Wiedervorlage legen und systematisch an jedem Elefanten aus dieser Elefantenherde jeden Tag oder zumindest jede Woche dran arbeiten. Der Vorteil ist relativ klar. Je dünner die Scheibe, die du dir von einem Elefanten abschneidest, desto mehr Scheiben passen in deinen Tag, in deine Woche hinein. Was bedeutet das nun? In der Regel ist es unmöglich, an einem Tag einen Elefanten aufzuessen, weil du Zuarbeiten von anderen brauchst, weil du Recherche brauchst. Du schreibst einen Finanzplan nicht an einem Tag fertig, sondern du brauchst Angebote von externen Dienstleistern. Du brauchst Informationen vom Standort, du musst vielleicht Gesetzestexte oder Unterlagen oder Anträge oder eine fachkundige Stellungnahme holen. Das heißt, du bist auf anderen angewiesen. Wenn du also dir einen Elefant am Tag einplanst, dann sitzt du viele Zeit sinnlos rum und dehnst unnötige Aufgaben, die du vielleicht in 10 Minuten machen könntest, auf eine Stunde oder 5 Stunden aus. Bedeutet also, jeder Elefant kann vielleicht überhaupt nur mit 1 oder 2 Stunden als Projekt pro Woche vorangetrieben werden. Und wenn du pro Elefant vielleicht nur 1 oder 2 Stunden brauchst, aber du hast 40 Stunden Arbeitszeit, dann kannst du dir ganz leicht ausrechnen, an wie vielen Elefantenprojekten du parallel arbeiten kannst, nämlich an 20. Aber warum machen das die meisten Menschen nicht? Nun, erstens, weil sie es nicht kennengelernt haben, nicht gelernt haben oder einfach nicht wissen. Oder weil sie kein System haben, mit dem sie sich selbst vertrauen, dass sie vielleicht 6 oder 20 Elefanten, also 20 Projekte, unterteilt vielleicht noch in 3 Unter- oder 5 Unterprojekten. Jedes Unterprojekt hat 10, 20 Aufgaben. Da bist du sehr schnell bei Hunderten von Aufgaben. Und wenn dein Aufgabenmanagement aus gelben Zetteln am Kühlschrank besteht, dann bist du schnell überfordert. Du brauchst also, um so arbeiten zu können wie die Erfolgreichen, die mehr schaffen, ein gutes System,
dem du vertrauen kannst, und du brauchst dieses System bei dir internalisiert, am besten mit Coach, Berater oder Trainer, dass du dir selbst auch vertrauen kannst. Was ist nun der zweite Fehler, weshalb viele Menschen so wenig schaffen und du ab sofort heute mehr schaffen kannst, indem du es richtig machst? Die meisten Menschen wählen die falsche Art der Elefanten aus, die sie dann im Alltag abarbeiten. Und sicherlich kennst du hier diesen Quadranten, der die Aufgabenarten, die Elefantenarten labelt, kategorisiert in wichtig und nicht wichtig und dringend und nicht dringend. Und daraus entstehen vier Felder, nämlich A-Feld, dringend und wichtig, das B-Feld, nicht dringend, aber wichtig, und das C-Feld ist nicht wichtig, aber dringend, und dann D, wo weder Wichtigkeit noch Dringlichkeit vorliegt. Und was denkst du, welche Elefanten die meisten Menschen in ihrem Tagesplan, damit in ihrem Wochenplan, damit in ihrem Monatsplan, damit in den Jahresplan und Lebensplan reinnehmen? Absolut richtig. Die meisten sagen, A ist doch sowohl dringend als auch wichtig, hat die oberste Priorität. Falsch. Denn wenn etwas dringend ist in deinem Leben, dann bedeutet das, jemand anderes etwas von dir will. Sicherlich, wenn der Kunde jetzt anruft, klar muss man sich um den kümmern. Klar muss man bestimmte Aufgaben erledigen, die einfach essentiell oder lebenswichtig in der Situation sind. Weshalb das so ist, darf ich dir an einem einfachen Beispiel plausibilisieren. Wenn dein Arzt sagt, oh, ihr Herz ist aber gar nicht mehr gesund, und du entscheidest dich jetzt in einem Fitnessstudio dich anzumelden, und auf dem Weg dorthin kriegst du einen Herzinfarkt, und zwar einen Rückenwandherzinfarkt, und fällst tot um, dann ist es zwar dringend, dass du mit Sport anfällst, aber zu spät. Wenn du nach Hause kommst und deine Wohnung ist komplett leer, weil dein Lebenspartner ausgezogen ist und nur noch deine Klamotten in der Ecke liegen, dann ist es einfach zu spät, sich jetzt im Fitnessstudio anzumelden, auf seine Figur zu achten, sich vielleicht ein bisschen Deo anzusprühen, zum Friseur zu gehen und dich unter die Dusche zu stellen. Der Partner ist weg. Wenn also bestimmte Dinge in deinem Leben eintreten, wenn die dringlich wären, dann kann es zu spät sein. Das bedeutet, die wirklich wichtigen Elefanten wären in diesem Beispiel gewesen: erstens, kümmere dich um deine Gesundheit, und zwar jetzt, bevor du einen Herzinfarkt bekommst. Der wirklich wichtige Elefant im Lebensbereich deiner Beziehung ist, dass du jetzt auf deine Fitness, deine Figur achtest, auf deinen Geruch, dass du duschen gehst, zum Friseur gehst. Wirklich wichtiger Elefant ist, dass du jetzt Blumen kaufst, deine Kommunikation verbesserst und dich für deinen Partner interessierst und investierst. Weil dann erst wird dein Partner gar nicht das Bedürfnis haben, dich zu verlassen. Und das Gleiche gilt in allen Lebensbereichen, so auch in deiner Selbstständigkeit, in Unternehmensgründung, Unternehmensführung. Es gibt sogenannte B-Aufgaben, die absolut wichtig sind, aber da ist niemand, der dich daran erinnert. Dein Arzt kommt nicht jede Woche vorbei und sagt, waren Sie heute Fitness machen? Haben Sie heute Ausdauertraining gemacht? Haben Sie Ernährung umgestellt? Auch der Paarcoach und Paarberater kommt nicht jeden Tag vorbei und fragt, wie ist Ihre Beziehung? Haben Sie Blumen geschenkt? Haben Sie gelobt? Haben Sie auf Ihre Figur geachtet? Haben Sie heute geduscht? Duften Sie auch artig? Waren Sie beim Friseur? Da kommt keiner vorbei. Diese wichtigen Aufgaben, das sind die Elefanten, die Chefsache sind. Du alleine entscheidest in Anlehnung deiner Lebensziele, deiner Lebensvision, was die wichtigen Elefanten sind, die dort hineinkommen. Klar gibt es natürlich Aufgaben, die wichtig sind und dringend wären. Aber für viele Aufgaben, die für dich essentiell, für deine Lebensplanung wichtig sind, für deine Berufung wichtig sind, wenn die dringend wären, wie der Herzinfarkt, kann es zu spät sein, genauso wie die Partnerin, die dich verlassen hat. Was machen nun erfolglose Menschen? Nun, die haben wahrscheinlich gar keine Lebensziele, wo sie selbst wissen, welche wichtigen Projekte, Elefanten, müssen erledigt werden, um die Ziele zu erreichen. Und dann fallen sie darauf rein, dass sie sich durch Drängen von anderen Menschen zur Erledigung irgendwelcher Aufgaben verleiten lassen. Das heißt, dringend kommt von drängen. Und drängen bedeutet, ein anderer Mensch will etwas von dir und drängt sich in deinem Leben und dringt dort ein und liefert dir die Elefanten, die du wegarbeiten musst. Von daher ist es also hier schon wichtig, natürlich zu entscheiden, sind diese dringenden Aufgaben wirklich jetzt zu erledigen, wirklich wichtig, oder sind die wichtigen Aufgaben wichtig? Und meine Empfehlung ist, dass du dieses Feld der wichtigen, nicht dringenden Aufgaben, dass du das aufschreibst, was ist das in deinem Leben, und dann beschützen lässt. Beschützen bedeutet, dass sie in deiner Lebensplanung, in deiner Wochenplanung, in deiner Tagesplanung einen Kapazitätsfreiraum bekommen, wo nur diese Aufgaben hineinkommen, wo nur diese Elefanten wegkommen. Und wenn du es dann noch schaffst, nicht einen wichtigen Elefanten in Scheiben eingeteilt dort unterzubringen, sondern an allen wichtigen Elefanten zu arbeiten, dann wirst du über die Wochen, Monate, Jahre viel mehr Elefanten wegbeißen, wegessen. Und da guckst du eines Tages zurück und da liegen sie, 20 Elefanten, komplett zerlegt und aufgegessen. Was bedeutet, du hast 20 Projekte in deinem Leben umgesetzt, 20 Ziele mehr erreicht. Was ich damit nicht sagen will, dass du dich totarbeitest und 100.000 Ziele erreichst, die alle wichtig sind und du bist besser als andere.
Du wirst schon so ganz einfach, um zu überleben, wichtige Projekte wegarbeiten. Willst du in deine Berufung kommen? Willst du auch mit 80 noch fit sein? Willst du gute Freundschaften haben? Willst du selbstständig arbeiten? Willst du deine Altersversorgung aufbauen? Willst du dich als Persönlichkeit weiterentwickeln? Willst du tatsächlich noch weitere Fähigkeiten lernen, Patente? Willst du noch fliegen, segeln, tauchen, was auch immer? Das sind alles deine Elefanten. Und wenn du die erreichst, logischerweise kannst du dir selbst vorstellen, wie sich dein Leben verändert. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne uns als Coach und Berater auch in Anspruch nehmen über ein kostenloses Erstgespräch. Wenn du weitere solcher Videos haben und nutzen willst, dann kannst du nicht nur das Video jetzt mit Daumen hoch bewerten, sondern den Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Definition deiner Elefantenherde und bei deiner Selbstorganisation, dass du an möglichst vielen wichtigen Elefanten gleichzeitig arbeiten kannst, sodass du morgens aufstehst und du hast nur wichtige Scheiben von wichtigen Aufgaben. Und sicherlich kommt hin und wieder mal eine kleine dringende Aufgabe zurück, aber die Erfahrung zeigt, je mehr du an den wichtigen Aufgaben arbeitest, desto weniger wird wichtig und dringend.